Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Sonntag. Ich breche los auf meine 20. Etappe. Es ist genau 7 Uhr am Morgen. Ich gehe nochmal bei der Kathedrale vorbei und sage Tschüss und auf Wiedersehen. War sehr schön hier in Lyon. Aber nun geht's weiter. Und zwar, ich laufe heute von Lyon nach San Martin del Camino und eben, wie gesagt, muss weitergehen. Es geht auch weiter, ich habe ja noch ein Ziel. Bis später. So, schön startet meine 20. Etappe. Hier noch vorbei. Museo de León, San Marcos. Ist heute ein 5-Sterne-Hotel. Hotel San Marcos von der Paradores Hotelgruppe. Wow, mega schön. Über den Fluss Rio Bernesga verlasse ich Lyon und komme nun in die Außenquartiere. Bin im zweiten Dorf nach Lyon, das erste kam gleich anschließend an Lyon. Und jetzt bin ich in Virgen del Camino und ja, auch eine Kirche, aber einmal ganz anders, sehr modern, gefällt mir auch gut. So, jetzt kommt die Entscheidung. Hier gibt es zwei Wegalternativen. Die eine ist der Hauptweg, das geht dieser Nationalstraße 120 entlang. Das wäre die rot geführte Route. Ich habe eine Übernachtung gebucht in San Martin del Camino. Der Weg muss aber grausam sein. Das gelbe Handbuch von Raimund Jos beschreibt es, den Weg nur geeignet für Masochisten oder für Leute, welche ganz, ganz schlimme Sünden begangen haben. Weil beides nicht auf mich zutrifft, habe ich mich entschieden, den Alternativweg zu nehmen. Das ist dieser pinkige. Und ich werde das jetzt so machen, dass ich denke, werde ich bis entweder Villar de Mazarife oder Villavante laufen und dann nehme ich ein Taxi nach San Martin del Camino. Das sind ungefähr 7 Kilometer, habe ich gesehen im Handbuch. Ja, habe mich entschieden, mache das jetzt so. So, habe die Stadt Lyon tatsächlich verlassen. Es ist wieder Natur pur, gefällt mir außerordentlich gut. Und die Wegalternative, die hat sich sehr, sehr gelohnt bis jetzt. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Wegalternative hier. Ich finde auch die Ruhetage, ich zähle jetzt den ersten, den unplanmäßigen in Roncesvalles nicht dazu, aber dann die geplanten Ruhetage in Logroño, Burgos und Lyon, die lohnen sich, also für mich lohnt sich das.
Ich habe auch schon von Leuten gehört, dass sie dann aus dem Rhythmus kommen. Und ich bin froh, habe ich diese Ruhetage so eingeplant. Es hilft mir dann mit der Motivation. Ich fühle mich unglaublich motiviert und frisch nach dem Ruhetag, aber hilft mir auch körperlich von der Müdigkeit her, in den Beinen, von den Schmerzen. Natürlich war es jetzt auch super in Leon, wegen meinen Blasen. Das hat sich soweit gut auskuriert. Also Daumen hoch für Ruhetag. Ja, ganz herzlichen Dank an Raimund Jos, der Verfasser vom Gelben Handbuch. Diese Wegalternative ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen, was ich jetzt hiermit auch mache. Also wenn ihr gedenkt, den Jakobsweg zu machen, dann zwischen Leon und Astorga, grob gesagt, unbedingt die Wegalternative zu machen, das auch so zu planen. Ich kenne zwar den Hauptweg nicht, aber wenn ich daran denke, da sind es knapp 26 Kilometer entlang dieser Nationalstraße N120 zu laufen, dann kann ich mir da vorstellen, wie schlimm dass das sein muss. Also, danke nochmals an Raimund Jos für diese Empfehlung. So, bin im nächsten Ort, Vilar de Mazarife. Mal schauen, was ich mache. Also ich bin vom letzten Dorf weitergelaufen. Das Dorf war sehr, sehr klein. War natürlich weit und breit kein Taxi aufzufinden. Das heißt 9,5 Kilometer mehr bis nach Villa Vanta. Schon ich im letzten Dorf schon 22 Kilometer absolviert habe. Das Wetter ist aber top. Ich fühle mich gut, wobei jetzt merke ich es dann langsam, die Beine werden müde. Und ich bin nicht sicher, ich nehme an, das nächste Dorf, das Villa Vanta. Das ist auch ein kleiner Ort. Ob es dann dort ein Taxi gibt oder eine Möglichkeit. Ich lasse mich überraschen. Halt euch auf dem Laufenden natürlich. So, vor Villa Venta gab es dann, da kam eine größere Straße, Kreuzung, die über eine größere Straße führte. Dort gab es ein Hinweisschild, San Martin del Camino, noch 3 Kilometer. Also jetzt laufe ich über diese etwas größere Schnellstraße und laufe so jetzt nach San Martin del Camino, wie dann zwar ein 30 Kilometer Tag, aber ist okay, ganz okay. So, das ist sie. Die Alberge La Vuella. Sehr schön, sieht neu aus. Also, schauen wir uns das mal an, ob sie bereit sind für meine Reservation und für mich.
Koffer schon da ist und was es zu essen gibt und so weiter. Ich bin im Zimmer 6. Schauen wir uns das an. Ja, alles sehr neu. Wirklich super. Ich habe wieder ein schönes Zimmer. Mir gefällt das, wenn es so modern ist. Hier Badezimmer mit Dusche. Wunderbar. Und dann super. Sehr schönes, großes Bett. Zwar gegen die Straße raus, aber ist okay. Die Fenster sind sehr schalldicht, ist gut. Voilà. Ist doch ein Fernseher. Da vorne ist Garderobe. Koffer ist schon da. Voilà. Super, gefällt mir sehr gut. Bin gut angekommen in San Martin del Camino. Es war dann schlussendlich doch ein knapp 33 Kilometer langer Tag. Ich merke es nun wieder an den Füßen, die Blasen sind wieder stärker geworden. Ich verabschiede mich von euch, aber bevor ich das mache, ist mir noch in den Sinn gekommen, heute ist der Sonntag und es ist ein ganz spezieller Sonntag, Muttertag. Ich grüße alle Mütter, die mir zuschauen beim Wandern und die diesen Vlog verfolgen. Und eine Mutter natürlich ganz besonders, nämlich meine Mutter. Liebes Mutti, danke vielmal für alles, was du für mich gemacht hast in den letzten 52 Jahren. Danke für deine Motivation, für deine Liebe und für immer das gute Kochen, wenn ich heimkomme. Danke vielmal. Also, das war's. Ich erhole mich und wir sehen uns morgen, wenn ihr dann wollt. Tschüss!